Und herzlich willkommen zurück. Immer noch im Labyrinth gefangen. Oder wie Adara das aussprach, Lanyrinth. Ach, fuck. Oh, shit. Oh, Mist. Boah, Adara hier. Weil Greek kann nicht so lange schwimmen. Greek ist links unten. Da muss Adara jetzt auf die Seite rüberziehen. Oh Gott, jetzt habe ich nach links oben geguckt. Dann mache ich auch noch solche Fehler hier. Super. Wie kriege ich die eigentlich alle zusammen? Warte mal, hat irgendeiner nicht gerade eine Tür geöffnet? Da ist auch irgendwo eine Tür aufgegangen. Warte mal, da unten ist was zum Klettern. Toll, super, schön in beide Feuer rein. Gut gemacht, Greek. Lass mich mal gleich flambieren. Ja, da oben, guck mal. Ups, ne. Da komme ich nicht durch, aber ich kann hier rüber. Da müsste auch aufgemacht worden sein. Oder zumindest eine Art. Fuck. Ja, ich glaube, jetzt bin ich da, wo Raider ist, ne? Ja, super. Ich habe es geschafft, Greek einmal im Kreis drehen zu lassen. Und unter Adara quasi durch vorbei. Sehr gut, das heißt, wir sind alle in einem Punkt jetzt. So, aber ich muss Greek hier hin haben. Ah, sehr gut. So, jetzt haben wir beide schon zusammen. Dara kann nämlich besser schwimmen. Sie muss nämlich die Tür für Raidle aufmachen. Gut, das hätte auch Greek geschafft mit den Luftblasen. Obwohl, ah, knapp werden können. So. Die Tür ist auf. Raidle kann hoch. So ein Scheiß. So, das nächste Siegel, das gebrochen ist. Aber wie machen wir denn das letzte Siegel kaputt? Und wo ist es überhaupt? Das ist eine Frage, die ich noch nicht beantworten kann. Kann Greek speichern? Ja, kann er. Mach das mal, weil ich will was probieren. Es ist besser, das einmal zu probieren und dann ins Game Over zu fallen. Und das... Ja, jetzt fahre ich ins Game Over. ja. Ach, Mist. Was ich probieren wollte, ist nämlich... Kann ja eigentlich auch. Egal. Geht schneller.
Das wollte ich machen. Wollte nämlich Raider einmal darüber kriegen. Oh, wo ist jetzt das nächste Rätsel? Beziehungsweise, wo ist das nächste? Ah, ganz unten, da war doch irgendwie so ein Laser. Da müssen wir nochmal hin. Das wäre jetzt sehr interessant gewesen. Wieso machen wir das eigentlich hier? Hier waren wir doch schon. Wäre falsch. Rick ist tot. Habe ich das richtig gesehen? Er hat Leben verloren? Ich glaube, die kommen jetzt nicht durch, ne? Ach, toll. Okay, ich muss die alle wieder darüber führen. Oh Gott, ist das schwierig. Ich das richtig sehe. Nee, du nicht. Geh du mal einfach so runter. Ich will mal kurz gucken, wo das nochmal hinführt. Ja, okay. Ich muss sie wieder zurücktauschen. Das geht ja relativ einfach, indem ich zum Beispiel das Adara hier rüber schippe. Weg wieder rüber geht. Dort festhält. Raid rüber hebt. Und geht wieder rüber. Da komme ich hoch. Ein Teleporter, da oben ist so ein Laser, da ist noch so ein Glas. Wer hat Gläser? Niemand. Wer braucht Leben? Wadel und Greek. Greek, nimm mal das da. Ah! Warum macht Adara sowas? Auch schon aufgehoben. Ja, ich muss ja irgendwie unten lang, ne? Aber ich glaube, unten irgendwo ist der letzte. Lang jetzt. Wir haben mal was aufgemacht. Waren wir hier oben schon? Vielleicht lässt sich das Tor ja jetzt öffnen, da auf der linken Seite. Scheint hier nicht zu funktionieren. Nö, das soll einfach nicht gehen. Zumindest jetzt noch nicht.
Da fehlt wohl der Strom oder das Siegel. Ist dran schuld. Vielleicht haben wir auch den. Nicht auch daran, weil wir den Urkorb nicht haben und das Ausgang. Kann auch sein. Ich glaube, ich muss Greek komplett nach unten führen. Hier nochmal nach rechts gucken mit allem. Nee. Ich glaube, ich muss Greek komplett alleine jetzt rüber losschicken. Ich habe so die Vermutung, dass er durch die Tunnel darum wieder zurück muss. Weil wir im Moment gar keinen auf der anderen Seite haben und irgendwo ist eine Tür, die wir nicht sehen. Ja, stimmt, da war ja eine Tür unten. Die konnte ja, kann ja nur da benutzen. Okay, dann muss er jetzt wieder hier runter. Hier war auch ein Laser. Den hört man auch schon direkt. Muss mal gucken, wo der andere ist. Hier hat Adara aufgemacht. Da sah es aber auch nicht aus, als wäre da jetzt irgendwie eine Glaskugel. Hier können wir Leute rüber schicken, dann schiebe ich Radel wieder zurück. Wobei, ich brauche zwei Leute hier. Und wie zum Henker geht das da? Warte mal, ich krieg Quiek wieder rüber. Nee. Oder? Oder doch? Warte mal. Mir wäre schon geholfen, wenn ich Quiek rüber krieg. Ja, ich krieg ihn darüber. Der ist also mit Radel immer zusammen. Der kann da schwimmen. Ah, er saugt das Wasser ab. Okay. Dann können wir das hier rüberschieben. Ah, das ist die Glaskugel. Lassen wir Raider einfach hier runterfallen. Ja, was machst du da? Wir schieben dann Raider hier rüber und Greek zersprengt dann das Glas. Bam! Und die Quest ist abgeschlossen. Jetzt können wir alle da hinführen. Und da durch. So, Greek hat währenddessen nicht ertrunken, das ist gut. Wo geht's da oben lang? Zum Leben, das ist gut. Leben nehme ich mit. WTF. Ich glaube, hier war ich schon, oder? Ich weiß nicht, wo das ist. Komme ich mit Adar, mit Radel wieder rüber? Mal ausprobieren. Aber warum sollte das da oben sein? Nee. Ich kriege ihn nicht rüber. Er muss das Schild anmachen, aber kann mit dem Schild nur einen Doppelsprung machen und das reicht nicht.
Die Frage ist, wie kommt Greek jetzt rüber? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich aktiviere mal das Wasser. Ah ja, ach so, natürlich, klar. Sicher. Das ist so gewollt. Radel muss hier oben stehen. Greek macht jetzt Folgendes. Er lässt das Wasser rein. Wow! Jesus! Jetzt habe ich die Plattform verbuggt, aber gut. Ich glaube, das bleibt so. Das ist okay. Lassen wir es. Wahnsinn. Okay. Das Rätsel kriegen wir gelöst. Danke fürs Zusehen.